Hello，Hello，hello. Hello, 大家好，欢迎来到我今天自己的实况台。那我们今天就来玩这个《Deponia》，它是一个三部曲，但是我们买的是合集，所以呢，我们这边是直接玩《Deponia》的完整旅程。看哦。Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte, ich brauche kein Tutorial? Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig ein. Mal sehen. 简单来说呢，因为合集它好像没有针对合集的中文版，所以我们就玩原文的。Ich bin hier oben. Das weiß ich. Wolltest du mich nicht ansprechen? Einfach auf mich zeigen und klicken. Gibst du dann endlich Ruhe? Eigentlich wollte ich dir den nächsten Tipp geben. Wie aufregend. Hier oben, Rufus. Hier oben. Ja. Hier oben, Rufus. Ja doch. Hier oben. Ja doch. Computer, Wenzel ansprechen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol? Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden. Ich sehe es an. Ich meinte, gen einfach. Was ist das? Dass ich. Danke, blöd. Nein, wenn du. 捡起来. Okay. Du steckst sie in dein. In da, wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast es. Hey, da ist es ja. Genau. Das hier ist. Schon klar. Und du weißt doch noch, wie das geht, oder? 然后呢, 把他们组合在一起. Sieh her, Wenzel. Es ist fast. Beeindruckend. 它就会变成一个太极图。然后我们把它装在这里. Es passt. Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest, wie du meinst. Dieses Ding. Ich war aber wieder. Ich hab dir doch gesagt, ich muss jetzt nur noch diesen. Ach, ich liebe Tutorials. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit brach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. Müll. Müll. Er sagt, Lasse. Noch mehr Müll. Gangdor Lasse.
Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse.有点太大声了。Ist ja meine Liste. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Nächster, bitte! Nächster, bitte!好，刚看到那个单子上面呢，有，袜子、牙刷，那个叫什么扳手跟一罐食物，所以现在我们就要想办法在这间房子里面把这些东西收集齐。那我们就来看看。翻箱倒柜一下。Wieder eine Memo von Toni. Toni 的一张便条。Mach endlich das Bad sauber. 他说 ：“Das könnte ihr so passen.” 这个把水倒清干净。牙刷。Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ja, ich sollte den Anhöhen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Naja, ich war gern, bin ich drin. Pau zu. Xingjieji. Was ist das? Ein Fallball, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Oh, wenn ich nicht in ihr Zimmer gehe? Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was, als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihr Zimmer rumzufügen. Verschloss. Den Schlüssel muss wohl... Put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Ah, wir haben einen guten Plan. 来把这家伙抓出来。得到了一个装满水的水桶。Der macht sich nicht von alleine. Ich lass es mal drauf ab. 好，这个。得到一只袜子。Oh, ich sag, du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool.好的，看看呢，这里有东西，然后这里还有一张便条。
Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Kann ich sagen, was ist denn jetzt? Was ist denn? Die Möbel putzen? Geht's noch? Ich meine, es sind Möbel. Es ist nicht so, als würden sie oft bei Regen draußen im Schlamm spielen. Ah, ich mach das Takai. Holo Takai. Und rein damit. Den Herzen fang ich nicht. Und dann, den Ho. Die Möbel putzen? Geht's noch? Ich meine, es sind Möbel. Es ist nicht so, als würden sie oft bei Regen draußen im Schlamm spielen. Fang sang ai. Ho. Fang dong qi jin ju. Xin fang xi jie ji. Ich habe den Kühlschrank geöffnet, oder? Geöffnet. Oh, mal gucken. Ich habe noch etwas gesehen. Toilette. Oh, das. Tomatoes. Was ist das? 什么东西没有拿到，你看到？嗯，嗯。哎，盒子里面没有其他东西了，没有了。 Das ist die Kiste, bevor er mich. Ich will sie. Ich will keine. Hat diese Chance? Den Schlüssel. Put, 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 komm zu Papa. Okay, Mist, ich brauche wohl ein. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja. Nur Dungeon. Keine Ahnung, wo man Jung. Das ist immer Jude. Hat auch der. Damit. Hm, da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Hat vom Sofa. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Mehr ist wohl nicht zu. Reicht ja auch. Ich habe einen Dose. 伸进去摸摸看。 然后呢，得到了老鼠钳，就那个老鼠夹。然后我们现在呢，要用这个老鼠夹把这个。 把这个牙刷捕捉出来，对，捕捉出来，放在哪里呢？抓到了！抓到一只牙刷。 Nein, ich habe noch nichts. Kann ich jetzt noch was tun? Wadze, Wadze. Ja, Schwa, Chenze. So, ich sehe, wir haben
袜子咯。可是这袜子两只颜色不一样啊，我们需要的是颜色一样的袜子。那我们要去哪里弄到颜色一样的袜子？Also vorher, ich will keine. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Lüse, du hast. 现在我们有三只不同颜色的袜子。嗯，那没什么好说啦，全部。Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Holla, lai. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Oh, wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Oh, so ich sehe, wir haben jetzt ein paar Wäsche. Dazu, wir haben jetzt alle, die wir in der Pläne haben, 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 die wir in der Pläne haben. Seitenschneider, warum auch immer, check. Dazu.Proviant, check. What? Socken, check. Haarschwamm. Zahnbürste, check. Ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was?什么意思？他说塞不下，要重新打包。钳子、牙刷、袜子。So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. So viel Platz nimmt das.Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Ich sage, ich brauche diese Sache nicht, dann kann ich es einfach rausnehmen. Dann kann es ja losgehen. Dann kann ich es losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel?Spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu...Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält.现在我们要这边搞定了，然后打开箱子，拿出一个什么来着？电池，然后点燃。嗯，所以我想想看哦，从你的家，这个就是发射器，扳手，
Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. So, und nun? Na, zu den Zeilen. So, und wohin jetzt damit? Na, geht doch. Hey Wenzel, was gibt es? Was gibt es? Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt. Aber... aber... wohin bloß mit der Batterie? Tja, ich habe dir ja gesagt, dass der Sitz zu viel Platz wegnimmt. Du nuschelst aber auch gewaltig. Wie du meinst. Noch was? Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organonkreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst. Also, und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphären. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuz... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Keine Probleme. Wieso? Natürlich. Wie komme ich bloß darauf? Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du... Ah, verschloss den Schlüssel muss wohl tun. Lieber nicht. So, so, ja. Ist. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Der Ast, ich habe es bestimmt seit Montag. Der Ast, ich habe bestimmt... Hey, Wenzel. Was gibt es? Schon ein Zeichen vom Organ? Nope, aber der Organon ist immer pünktlich. Nicht. Ich mach mich dann besser. Was heißt das? Du hast nicht... Huh?
Anonym. Sie sind奇怪的门铃啊。Ouch, heiß. Ah. Mo 一下就 Ouch, heiß. 就肿了。有痛。Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. 什么奇怪的飞行器？飞出来了。啊，我记得我们刚拿了一个扳手，用这个。好，现在我们拿到了一个邮箱。再出去。这个。Sattelförmig und mit einem Fach, wo die Batterie exakt reinpassen dürft. Vielleicht habe ich meinen Ersatzsitz gefunden.Der passt da nie im Leben rein. Sattelförmig und mit einem Fach, wo die Batterie exakt reinpassen dürfte. Vielleicht habe ich meinen Ersatzsitz gefunden. Das ist... Ich muss... Ich muss... Bandschuh. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten.哦，我拿到了座椅，再把这个装上去。Passt. 这个电池我要怎么拿起来呢？把电池放进去。Passt. So, der Apparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren.要准备发射。So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Also, das ist 小孩子的玩意儿。我们要把它移到这里来吧。你看啊，这么过来，对。
再来一次。Ich hasse nur noch die Lunte zünden und. Komm mal. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Ja. Ah. Schön. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's.为什么在这里？我要走了。嗯，要跟他讲讲话吗 ？Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Ich gehe fort für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Oh, 我们要准备出发了。怎么出发呢？点火。Jetzt wird's spannend. Sauber. Und Horrido. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen-Barbetschüssen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben?他说不用，不知道用螺栓还是旋紧还是旋松的什么，大概是把他给丢出去了。那现在我们怎么办呢？我们现在挂在上面。好，我们可以爬上来。这个可真是，这可真是神奇。Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Also, ey, meine Schachtel, warum ist sie hier? Gut, die Schachtel hat die Dinge gerissen. Und wo ist das?看起来是个收垃圾的垃圾处理站。这是三种不同的回收箱嘛，然后对应三个不同的处理槽。这个是盖着的，只有这个没有盖着的。所以如果我们要动手脚。Der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... Hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Ich brauche etwas.
Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Sind aber keine... 想想看哦，我们只有这两种工具，怎么办？ 伸出一只机器手。 Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. 再一次。 Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade erst mühsam aus der... Keine Chance, dass so viel habe... Scheiße. <笑>好，我们现在套住了，卡住了。 现在我们可以拿机器手，然后拿到机器手以后，我们就用机器手来开这个东西。哎，出现了一个姑娘。 Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Orgemon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elf. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Nehmt das! Nein, nicht! Befasst! Was ist das? Das war dann wohl der falsche Hebel. Verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Also, was soll man machen? Ich bin da schon dran. Hey, Toro, habe ich gesagt.
Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. In dein Zuhause. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Was ist denn hier los? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Immer der Reihe nach. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also, stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Hallo, Lotti. Du auch noch? Was ist heute bloß für ein Tag? Also, 那个女在哪里？我要见市长。我要报名找帮助。没事，看看啊。Wo ist die Frau aus Elysium? 那女在哪？Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen hier alle helfen. Flätzchen. Na, wo ist denn sie zum Bürgermeister? Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen hast. 这个号码牌，Wie funktioniert das mit den Wartenummern? Fragst du mich das wirklich? Bist du etwa auch auf den Kopf gefallen? Ich habe irgendwie eine Nase. Naja, schon. Aber ich konnte mich lässig abrollen. Zu spät, wie es aussieht. Das da hinten ist ein Wartenummernautomat. Also, ich da eine Geschichte mit Gigi. Dann wartest du, bis sie aufgerufen wird. Ich kann ja kaum mitschreiben. Na. Ich lass dich nicht aufhalten. Dieser Mann der Hut ist ein Schuhkopf. Das ist was ist das? Reifen? Das ist ganz komisch. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Nummer 66. Fast schon eine Glückszahl. Das ist eine gute Nummer, ja. Aber ich weiß nicht, wann wir uns können. Wo ist seine Karte?
我们才不要等呢。是市长办公室。Wo willst du hin? Hallo, ich werde mit Gold. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro. Und da ist die Wartenummer. Oh, ein Gründer! Post ist der. Gehen wir. Gucken wir mal. Wow, das ist ein Jogger. Ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Er sagt, dass er sie gerettet hat.Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, so, was ist Gizmo? Inspektor Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als also hast du diese Gizmo-Sein? Was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Das ist unsere Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr oh, Name ist Goal.Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Also, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos. Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten sprengt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ja, also nach der Kaffee, der das Kaffee bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Ja.先出去吧。还有什么可以拿的？一起拿一拿。没有，就一个气球。没东西。去吧。哇，出去看看好了。鹦鹉变色龙，das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. 好，可以问 Hanek。Hallo Hanek. Ach, hier, Rufus. Genau. 你为什么没在工作呢？他说。怎么让什么东西生效？那是你的鹦鹉吗？你有听说那个女士
Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es es dann. Ah, wusste ich's doch. Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Hallo. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignorier ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar verstaubt, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Ich habe Hunger! Rufus, ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super. Danke. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Dann gehen wir kranker. Du, Lonzo. Ja. Hau schon, bitte. Fei hua. Ne, hier ist ein Mosen. Mosen, der Mann. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich behalten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramatik, Liebe. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Wobei, Moment, lass mich erstmal ausnehmen. Da war wirklich ein Drache. Zu spät. Verdammt. Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuva. Hier passiert nie was Neues. Ich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn... Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Also ja,
Alles klar? Okay. Vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Nein, warte doch. Ich glaube, ich habe genau das. Oh Mann, auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Hey, wow. Du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine, aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz.黑色的火药，这是辣椒，然后，兴奋剂跟管它什么东西啊，反正我们去找就对了，管它是什么呢？顺手捡走，管他的。Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. 好，现在我们要找到那些有没有的东西。想看到。是急救站。急救站里面啊，牙医器具吗？可怕。Der Clown unter den Clowns. Mist, abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen.Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Oh.
色的。Das ist so schwer, mich mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Oh. Das ist so schwer, mich mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Chichu. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Dann推推看. Hau, im Schrank sah sie leichter aus. Mist, abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Na, zum Bana. Hey. Hey. Das ist ein Schuhkopf. Das ist ein Schuhkopf. 我们得到了充了笑气的气球，哦，这把刀也拿了，这里有个开锁器。Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Da besteht keine Fluchtgefahr.这个房间里是什么？这个是消防队装备，手套一双，这是救火用的，消防通道。看看哦。就到外头了，就到外头了。怎么办呢？我想想看哦。再上去，再上去吗？这是消防器，想看哦。Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen?
放回去了。哎！哎！哎！哦，手铐就掉下来。 Da besteht keine Fluchtgefahr. Was haben wir so gemacht? 这个人是莫名其妙啊！哦，这样子消防通道就是固定开着的，所以我们现在可以从消防通道上去。 Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Dann habe ich gesehen, dass ich nicht mehr hier raus kann. Also muss ich durch die Tür gehen. Mist, abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Gut. 我们现在拿这个，拿兴奋剂了，再来换地方。下一个要拿的是火，辣椒还是火药？托尼的商店。 托尼就是那个害我们飞上天的家伙。Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären?
Und doch steht er hier. Direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht. Diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer. Auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich. Oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. 他就想说他救了一个人，然后他想要把他叫醒。 Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh, und das sind die Ugen. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Also, ja, meditieren. Einatmen, ausatmen. Finger weg. Ist ja gut. Gut. Autsch. Ey. Aua. Guck mal. So eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte. Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Tony, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier... Nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Okay,
Ich sagte... Ja, nimm die Füße. Da muss man schon klug aussortieren. Ja. Kann man ja nicht alles auf einmal machen. Und sieh her, meine Füße sind schon mal... Nicht aufregend, tief durchatmen. Hoppa. Ah, so schön.辣椒。 Ouch, 烫。 辣椒正味烫。 真的是。 诶， 我怎么回到家里来了？ 跑这里来了，四面手套。 这样就拿到辣椒了，急救箱，急救箱。 镇定机吧，然后我就出去。 这东西，这是一个漏斗。哦，这是哑弹。 切开它。好，就拿到了火药，所以现在还缺水。 回到小镇上。 这是水池，文泽家。
Oh nein. Hey, 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 好，换他的，再拉一个。然后，好吧，水流出来了，回到下层去。哇，这个走路速度会逼死人啊。Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann, ich hoffe, er ist zu Hause. Wenzel? Hey Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal, ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja schon. Na, dann ist doch alles paletti. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Worum geht es denn diesmal? Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater eins klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen von dem Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Träum weiter. Na. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Ich glaube, ich mache das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Bis später. Genau. Nicht da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge, ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Nicht da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Oh, vielleicht finde ich... Und wenn ich dann reich...
房间去。浴室。等一下。这是干嘛？这是一块海绵。拿到海绵，然后呢？Die Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht noch einen. 组合成了一个莫名其妙的代购子气球。哦，盖子打开了。Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte.然后呢？出去。Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo.Hallo! Na toll! Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Hallo, 晚点试试吧。还有没有其他东西啊？可是管道。看起来还是要在里面。啊，这边有路，地下室。哦。Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Ist in der 沐浴室下面。那我帮你打洞。这是一个邪恶的恶作剧。出去，出去。然后让它漏水吗？应该是让它漏水。你会走快一点的，我等了，我都要睡着啦。我等天都亮啦，我下一款决定做一个动作游戏，反正这个游戏等的我都要睡着了。我们现在要让它，对，我们先让它漏水。
东西。Der arme Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Das ist Tyrolia.可以，那点名。好的，下面。啊，快过来！礼物非常近了。哈哈，你发现了这边吧？有水吧？然后下面那个游泳池啦，这是地下室。怎么啦？发现了一个水井。Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden, dabei ist es nur...太神奇了，居然找到一个流了纯净水的水井。Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? 真难以相信啊！我发财了。Das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich.Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reif. Na, so. So, dann.啊，还在这里的。Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frage besser Hanek, wie das funktioniert. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Wie genau funktioniert der Sprengplan noch gleich? Oh, ganz einfach. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Richtig, danke. Bis bald. Rufus. Genau.Das ist eine Karte. Ich frag besser.有一个长得很奇怪的。还有一个长得很奇怪的呢。找不到最后一个啊。
这个是他吗？是这样吗？Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Ah, 注意要爆炸了。莫名其妙就玩爆炸了。有三号。Eigentlich.Rufus, ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück...bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte!嗯，简单来说就是这个小孩子要照顾那个女的了，然后这个主角觉得不乐意，那为什么是他，那是我救的人，所以呢，现在我们要跟他好好谈谈。Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um...Lotek?Was? Wer stirbt? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich habe ihn auch einfach zurückgelassen. Trotzdem.Wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Ich bin aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Wie gehen die Argumente aus? Endlich. Ist noch was? Nein, nicht. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Nächster, bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Diese Technik ist voll für die Katz. Nächster, bitte! Ah, so... 继续吧。
Nanu? Er ist weg? Naja, ah. Auch gut. Gesehen. So. Das ist ein Hund, oder? Ein Keine Reaktion. Dads Wasserquelle muss woanders sein. Keine Reaktion. Dads Wasserquelle muss woanders sein. Da kommt alle Hilfe zu spät. Da kommt alle Hilfe zu spät. 是這裡嗎? Da kommt alle Hilfe zu spät. 也不是，这个解谜真是让我感到头有点痛啊。 哦，是这里。 Sieht so aus, als kenne ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Spur. Ey, 怎么又关起来？打开啊你！ Naja. Ach, das heißt Naja. Ein Schlüssel. Mein Vater. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Oh. Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis, sein Vermächtnis. Stamimi. An seinen Schnapsschrank. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Komm, lass mich. Zahnschrank. Muss das wirklich sein?
Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. Was ist das? In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipu. Dämlicher Name. Schottenchen. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Schnutzipu. Schnutzipu? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipu. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Also ich meine, die Farbe ist Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ich liebe das Ballett. Volltreffer! Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipu. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Keimen. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Offenbar ist noch genug Saft auf der Batterie. Die Frage ist nur, wie komme ich da ran? Offenbar ist noch genug Saft auf der Batterie. Die Frage ist nur, wie komme ich da ran? Au! Jetzt habe ich mir in die Hand gebohrt. Blödes Teil. Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Au! Yeah! Oh. Und sogar. Haha! Ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Schiene besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörr? Okay, dann eben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Oh, hast du richtig. Das Blut eines verliebten Stieres wäre wohl eher die Zutat für ein Aphrodisiakum. Ich will aber Espresso machen. Dafür braucht man das Blut eines wütenden Stiers. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Das Blut eines verliebten Stieres wäre wohl eher die Zutat für ein Aphrodisiakum. Ich will aber Espresso machen. Dafür braucht man das Blut eines wütenden Stieres.
这样算抽到了吗？哇，还没，要先用这个激怒他。哦，macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt. Und dann geht er zum Schi. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. Die Scheiße, Yoshi. No, no.Stierblut? Check. Jetzt haben wir Lehrjo. Lehrjo. Im Wasser fehlt nur noch etwas Belebendes.Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal.商店搅搅拌机，然后辣椒 ，eine ganze Chilischote， 然后黑火药 ，eine Prise Schwarzpulver， 信。兴奋剂。那努克萨卡卡看的赛。那努克萨卡卡看的赛。Das ist auch so schon langweilig genug. Aufputschmittel.好，放在一起搅。Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrau da. Nein, Killer. Oh. Ah, nur 半天终于。Was soll ich noch gleich? Besorgt die sich alle? Ich gehe dann mal. Mach das.我们现在有这个。Ab in das Pulverfach damit. Das Pulver habe ich schon mal. Gut. 怎么放进去啊 ？Ab in das Pulverfach damit. Das Pulver kommt offenbar in dieses Fach da.Das Pulver habe ich schon mal. Ab in den Tank damit. So, das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espresso-Verso!
Okay. Ali. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Pause. Aua. Können wir diese Hochjahrpaper machen? Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Also, es ist inaktiv. Also schläft sie. Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern.他不会让我们做坏事的。禁止烟火。 不是这样吗？ 这个。 Das würde Brandmeister Gizmo sicher gefallen. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf.不是吗？看起来是啊，这个是啊。对啊，喷枪啊。 Das würde Brandmeister Gizmo sicher gefallen. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Das sitzt auch so schon fest genug. Das würde Brand. Ich behalte die Idee. Ist es...
Ich behalte die. Das würde Brand ich behalten. Oh,知道了，要先触发这个。Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Ja. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha. Gewonnen. Mist. Jetzt kann ich hinfahren. Was riecht denn hier so komisch? Oh, Mann, ah, Feuer! Das Rathaus brennt! Schau, schau. Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Oh, wo ist das Feuer? Nein, nein, ich Gott, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. So, Feuer bin ich auch mit. Nicht da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Finger weg von der Illusionerin, Rufus. Also, da gehört ein Trichter. Was? Nein! Wie kommst du denn da drauf? Daneben nicht. Aber eines Tages kommen sie auch noch auf den Trichter. Und dann erwarte ich eine Entschuldigung. Na endlich! Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Polizeimodus aktiviert. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Oh. Aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. So. Das reicht jetzt aber. Ach kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Der diebische Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Ende hoch! Also, so das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten also, was haben aber... Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Sind Sie gefeuert, Kaffee? 中有毒东西，自然会死吧。哎，was？wo？wer war das？ich war das。 好恐怖。Rufus，怎么说？alles okay bei dir？ 没好吗？Puh。 Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf.
Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Sie liegt leicht da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Goal, ich bin's, dein Retter. Bisse, Putz. Nein, Rufus. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Sag mal, hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ach komm, das war witzig. Nee. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig, verstehst du? Hallo? Jemand zu Hause? Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Komm zu dir. Sub, Kartoffelsub. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Ritzel, Fitzel, Britzel? Nimmel, Fribbel, Sibbel. Wugel, Wugel? Basel, Fasel, nimm. Ach, das führt doch zu nichts. Die Frau ist ja total plemplem. Was habe ich auch erwartet? Dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium, wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Orgamon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium, ja, du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein! Ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Das ist verwirrend. Aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu mir bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein?然后我们就先到这边，谢谢大家。